Wie hast du denn darauf reagiert? Also musste ich ja schmunzeln auch, bin ich ganz ehrlich. Ne, ich fand es auch witzig, wo der Jan Böhmermann über dich da berichtet hat. Also ich persönlich fand das wirklich lustig. Ich habe an dem Abend, wo das ausgestrahlt wurde, habe ich davon nichts mitbekommen, weil ich kein Fernsehen gucke. Aber mir haben dann über Nacht so ein paar Leute geschrieben und dann wurde ich darauf aufmerksam am nächsten Morgen und dann habe ich den Marvin erstmal googeln lassen, ob er das in der Mediathek findet oder wie auch immer, weil wir gerade auf dem Weg nach Hamburg waren. Und dann haben wir uns also dieses Video angeguckt und ich persönlich fand das total unterhaltsam. Und ich hoffe mal, dass die meisten Menschen, die eine Satire-Show gucken, wissen, dass das Satire ist. Also das heißt, Jans Aufgabe, und die macht er wirklich sehr gut, finde ich, auch wenn manchmal wirklich sehr, sehr krass, ist es, Dinge aus dem Kontext zu reißen, überspitzt darzustellen und sich darüber lustig zu machen. Und ich fand, da hat er einen sehr, sehr guten Job gemacht. Und also ich selber musste auch über mich lachen. Ich kann auch total gut über mich lachen. Also ich bin nicht so egoman, dass ich sage, ich bin irgendwie Gott oder sowas. Ich kann also sehr, sehr gut über meine Dummheiten oder meine komische Semantik oder wie auch immer lachen. Und er hat eine halbe Stunde, nein, 6 Minuten, übers Erfolg-Magazin Werbung gemacht und hat jedes Cover in die Kamera gehalten. Also was Besseres, er hätte es eigentlich gar nicht geben können. Ja. Ja, und dadurch hatten wir witzigerweise auf der Oliver Pocher-Ausgabe, wo ich das nicht erwartet hätte, über eine halbe Million Leser. Und das war so toll. Vielen Dank. Ja, genau, Dankeschön.